Profil Podcasts. Meinen Leitartikel dieser Woche habe ich am Cover angekündigt. Mit der Schlagzeile werden Trump und Kurz wiedergewählt. Profilherausgeber Christian Reiner. Im Heft ist der Titel etwas zurückhaltender, da heißt es einfach das Ende der Geschichten. Ja klar, verkauft außen etwas besser. Innen steht auch gleich drüber, hier finden Sie keine Antworten auf diese Fragen. Ausgangspunkt des Leitartikels ist Francis Fukuyama, der in der vergangenen Woche in Wien war, um sein neues Buch vorzustellen. Francis Fukuyama war in den 90er Jahren, wurde er weltberühmt mit einem Buch, das er nannte Das Ende der Geschichte. Das ist das Ende der Geschichte. Der Satz ist selbst für Aspiranten der Intellektualität ein Gemeinplatz, ein intellektuellen Stammtisch-Satz geworden. In diesem Buch schrieb Francis Fukuyama, amerikanischer Politologe und eben Autor, dass jetzt mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, des Ostblocks, das Ende der Geschichte erreicht sei, dass die liberalen Demokratien sich weltweit durchsetzen würden. Also ein sehr hoffnungsfroher Ansatz. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, sieht die Welt etwas anders aus. Man kann nun nicht wirklich behaupten, dass in den USA, in Europa sich die liberalen Demokratien durchsetzen würden. In meinem Leitartikel geht es jetzt aber nicht darum, einen verdienten und sympathischen Politologen, den wir interviewt haben, zu bashen, sondern eher um die Frage der Voraussehbarkeit als solches. Ich füge ein, ich hielte dieses Bashen als solches für gefährlich. Genau das tun ohnehin die Populisten derzeit. Der intellektuelle Diskurs als solcher wird von der Rechten, auch von den Konservativen, wie so oft nicht besonders geschätzt. Alles, was intellektuell ist, was Diskurs ist, was Metaebene hat, wird schnell als linke Schmonzes und Diskussion abgetan. Also nein, ich will jetzt kein Bashing machen. Ich halte den Diskurs generell für selbst mit falschen Thesen, die widerlegt werden können, für wichtiger als gar keinen Diskurs zu führen. Die Frage ist nur, warum ist das so schwierig? Es sind eigentlich zu viele Einflussfaktoren. Selbst so große Dinge wie damals Fukuyama mit dem Ende des Kalten Krieges, selbst da kann der Optimismus nicht wirklich viel dazu beitragen, zu erklären, was in 25 Jahren sein würde. Ein Beispiel nur, kürzere Zeitspanne, 10 Jahre. Vor 10 Jahren war Barack Obama gerade 44. Präsident der Vereinigten Staaten geworden, also eine Lichtgestalt, der Politik. Angela Merkel hatte Stabilität in Europa gehalten und erhalten. In Europa wurde diskutiert über den Bundesstaat Europa. Alles ging gut, politisch, ökonomisch, Finanzkrise, Aktienmärkte, im freien Fall, die Konjunktur in den USA, davon nach unten gezogen, die Konjunktur in Europa, ganz schwierig, Arbeitslosenzahlen ganz hoch. Also ökonomisch Katastrophe, politisch irgendwie so ein nur rosa Wölkchen. 10 Jahre später, also im Jahr 2019, sieht die Welt ein wenig anders aus. Donald Trump in den USA, unvorstellbar gewesen, was für ein Borderliner jetzt der mächtigste Mensch der Welt ist. Und Europa, die EU vom Zerfall zerfressen oder vom Zerfall bedroht. Wir schaffen nicht einmal einen ordentlichen Brexit zu machen. Ungarn fliegt bei der EVP raus. Ost- und Westeuropa sind gespalten wie seit dem Jahr 1990 nicht mehr. Also politisch alles irgendwie kaputt. Auf der anderen Seite ökonomisch Europa floriert wie selten zuvor. Die USA ebenfalls. Die Wirtschaft im Sog von Donald Trump auf Höhenflug, Konjunktur, Arbeitslosenzahlen niedrig, die Börsen hoch. Also ökonomisch alles gut, politisch alles sehr vage. Was ich sagen will, nicht einmal über den Ablauf von 10 Jahren oder 10 Jahre in die Zukunft gelingt es uns, valide Prophezeiungen zu machen. Dennoch der Diskurs, das darüber nachdenken, in welche Richtung es gehen könnte und nicht nur dennoch, sondern gerade deshalb ist wichtig. Und wenn wir es nicht tun, sind wir erst recht doomed.